Hallo ihr Lieben, ich grüße euch hier zu unserem neuen Video, zu unserem neuen Vlog. Meine Mädels, mein Liebling, mein Mann ist mit dabei. Wir fahren einige Sachen erledigen, wie ein paar wichtige Briefe wegzuschicken. Dann muss ich kurz zum Kinderarzt eine Überweisung abholen und ich habe Überweisungen mit für die MRT. Endlich, also es ist schon eine Woche fast rum und wir haben immer noch keinen MRT-Termin gemacht. Jetzt habe ich mir gedacht, da wo der Kinderarzt ist, sorry, bin ich mit dem Handy. Da ist doch, da kann auch. Ja, da habe ich ja ganz oft schon CT gemacht und Leni auch, also allgemein. Da will ich jetzt reingehen ich und da auch, ja auch fragen. MRT gemacht. Ja, da will ich jetzt auch reingehen und fragen, wie schnell wir dort den Termin bekommen. Ansonsten rufe ich in Erkelenz nochmal in einen Nachbarort an. Aber ich denke, wir kriegen in Juli bestimmt schon einen, der jetzt nicht so lange Anna, dauert. Ich komme da jetzt es ist ja eigentlich, denke ich mal, unkomplizierter MRT-Bereich. Ist hier nur das Knie. Müssen wir gucken, weiß ich nicht. Dann wollen wir zum Baumarkt. Zum Baumarkt so ein Plexiglas gucken. In der Richtung, dass wir was Feines da an den Käfig machen können, dass dieses Stroh nicht ganz so viel so rausfällt. In den Sand, wenn die da rumspringen. In den Sand, ja. Wenn die sich dort baden, die zwei Süßen, dann ist das überall. Was ja nicht schlimm ist, natürlich ist das so, aber wir wollen ein bisschen verdecken und ja, mal schauen. Also das Wetter ist eigentlich ja, herrlich. Herbst. Wir haben Herbst draußen. Ich drehe euch die Kamera um. Wir haben Regen. Regen. Es ist einfach Wahnsinn. Wir machen das Beste draus. Wir wollten jetzt am Wochenende eigentlich auch zu einem Park, was wahrscheinlich eher, wenn sich wirklich nicht ändert, ja, müssen wir wahrscheinlich auch absagen. Wird nicht funktionieren, weil das über 80% Regen angesagt ist und das bringt ja gar nichts, weil dort in dem Park ist auch eine Wasserspielplatz, eine große Wasserspielplatz. Das macht ja, ja, es ist einfach dann zu kalt und dann werden die Kinder krank noch. Ja. Die Anna ist übrigens auch irgendwie, keine Ahnung, die Tage ein bisschen komisch, ne? Ist sie am Liegen gerade? Und so. Chillig. Anna TikTok. Anna, ah, du bist TikTok. TikTok. Wir gehen kurz zum Turm. Hoffe ich, wir kriegen diese Plexiglas. So, kommt. Der ist schön. Wie viel? 400 Euro? Oha. Das ist auch süß. Anna mit ihrem Ranzen, auch total süß. Papa! Papa! Sie ist jetzt momentan sowas von Papa verliebt. So, so. Ja, müssen wir gucken. Ich weiß jetzt nicht, wo wir Gesundheit. Ich glaube, ich hier. Komm, jetzt sind wir in der richtigen Richtung wahrscheinlich. Plexiglas. Haben wir gefunden. Ist das das, was du meinst? Ja. Anna! Die ist so süß. Die ist kleine Helferin von Papa. Papas Doktor. Ja, Anna hat auch Plexiglas. Komm. Ja. Komm zur Kasse gehen. Ja. So süß. Das ist eine süße Maus. Jetzt gehen wir raus, ne? So, jetzt gehen wir. Also wir waren bei Müller und dann gehen wir jetzt nach der M. Ein bisschen. Ich bin in Schlappen, obwohl es regnet. Aber ist okay. Passt auch so.
They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control. Wir sind jetzt vollgepackt. Anna hat hier eine süße Katze bekommen, da es ihr nicht so gut geht. Oh Gott, was habe ich hier? Haben wir ihr eine Katze gekauft. Wir waren jetzt im Kaufland noch einkaufen. Ich überlege, ob ich für euch einen separaten Haul, Food Haul mache oder das in diesem Vlog integriere. Mal schauen. Jetzt fahren wir erstmal Richtung nach Hause und zur Apotheke. Ich brauche unbedingt Fiebersaft. Ich habe gemerkt, wir haben nichts mehr da und da Anna jetzt ein bisschen fiebert, kaufe ich 2 Fläschchen. Mal gucken, wenn die Apotheke das hat. So, ihr Lieben,
Wir sind zu Hause. Jetzt wollte ich schon sagen, das habe ich jetzt gerade bei der Apotheke geholt, weil ich das nicht mehr hatte. Ich benutze sehr, sehr gerne Binaron. Dann habe ich Tantumwerdesaft. Das ist bei mir leer. Das ist auf jeden Fall immer sehr, sehr gut. Dann habe ich Buscopan noch geholt. Dankeschön. Dann habe ich Buscopan geholt. Das ist richtig gut, wenn man, ja, wenn wir unsere Tage haben, benutzen wir das gerne. Und schaut mal, wie süß. Ich habe solche Briefmarken geholt. Total niedlich. Disney. Ja, und dann zeige ich euch einen kleinen Rossmann, nee, Rossmann, DM und Müller Dings hol. Das habe ich bei Müller geholt. Für mich die Haarfarbe wieder zum Färben. Das war 20% Rabatt oder was auch immer. Hier, das Ding hat 8 Euro gekostet, anstatt 12 Euro. Das musst du, Nikita, mal. Papa soll aus, Fiebermasse. Ja. Das habe ich bei Müller gekauft. Und das ist auch für mich, lila. Dann haben wir. Ja, das haben wir. Wo ist der Fuselroller? Dann haben wir so einen Fuselroller gekauft. Haarroller, ne? Was auch immer. Probieren wir mal aus. Für 1,95 oder wie viel mehr das gekostet hat. Dann haben wir diese Bürsten für die Zähne. Und dann haben wir nochmal diese hier. Das ist Müller. Und dann haben wir einen kleinen DM. Einmal habe ich für die Anna Hafer und Getreidebrei mitgenommen. Und dann habe ich hier 7 Korngetreidebrei. Oh, Annas Körbchen. Dann haben wir natürlich unsere Lieblings-Wimpertusche mitgenommen. Dann haben wir Concealer. Die Nummer 10 ist das, glaube ich. Wo steht denn das? Wasserfest. Wo stand denn das? Oh, Xenia. Irgendwo war das. Das hat Leni noch gesagt. Das ist die Nummer 10. Ihr Lieben, entweder ich bin blind, vegan und so weiter und so fort. Achso, hier wahrscheinlich ist das hier. Die 10010. Oh, ist mir beinahe aus der Hand gefallen. Ja, und dann habe ich für mich hier die 2 Tönungs-Shampoos geholt. Ja, ein kleiner Haul. Und dann muss ich hier noch alles. Achso, wir haben Pampers noch geholt. Und zwar wieder die Pants. Die sind super, kommen wir damit richtig gut zurecht. Und hier kommt ein Kaufland, hol dann separat. Ja. Jetzt verräume ich jetzt alles, beziehungsweise alles, was ich kann. Das finde ich noch oben. Alles. Also ich gucke mal, ich hole ein Körbchen. Das war separat. Warte, warte. Der Papa muss das selber machen, Nikita. Ich muss Köpfchen, Köpfchen. Das, was nach oben muss, dann tue ich das. Ja, also das, was nach oben jetzt ins Schlafzimmer bzw. ins Bad muss. So, an Tabletten. Die Tabletten lasse ich da. In Ruhe. Kussi Eis, Kussi Eis. Ja? Пожалуйста, Солнышко. Wie süß sie ist. Danke, sagt sie Mama für das Eis. So süß. Mein Baby ist so süß. Ja, ich glaube, ich packe ein und dann. Ne? So, schaut mal. Ja, jetzt ist die Katze ganz oben. Jetzt ist die Katze ganz, ganz oben. Ich wollte mal euch zeigen. Achso, ja, unsere Babys sind jetzt hier. Im Wohnzimmer. Ich wollte euch zeigen, und zwar, ich habe hier, also wir waren ja gerade im Geschäft, ne, im Thunbaumarkt, und ich habe ja gesagt, ich liebe diese Hortensien, und eine hat 5,99 gekostet, und jetzt war das im Angebot für 1,99, weil die schon langsam so ein bisschen eingehen, aber da kommen ja noch ganz viele neue Blüten, und die pflanze ich jetzt auch ganz direkt wieder rein. Nein, Schatzi, nicht barfuß, du musst Top-Top anziehen. Schuiki.
Luca, ich sehe es, wo ihr ist, der Ton, der läuft weg. Das muss zu Hause bleiben, nicht draußen, meine Maus. Genau, ich pflanze das gleich mit euch ein, aber vorerst muss ich hier erstmal abklären. Ich muss hier weniger schalten. Ich habe hier jetzt Nudelsuppe gestellt und ich habe beim Kaufland solche Klößchen gekauft zum Ausprobieren. Die riechen so gut und ich denke mal, das ist auch perfekt. So, das mache ich aus und ich hole jetzt Deckel machen. So, das habe ich hier hingepflanzt. Ich finde diesen Topf einfach wunderschön. Der ist schon so uralt, aber so stabil und auch ja, von der Farbe her stört mich nicht, dass es irgendwie so, ja, für mich sieht das so vintage aus, antik, so irgendwie. Ich hoffe, ihr versteht mich, was ich meine. Nur halt altmodisch, ne? Und meine Hortensien wachsen dann schön flauschig, also die wachsen ja dann größer und da kommen ja dann auch neue auch schon raus, ne? Was total prima ist, dann wird es hier voll sein. Nächstes Jahr, ne? Ja, ich finde es klasse. Ist alles schön nass. Ich weiß nicht, ob ich hier ein paar Gürkchen, ich denke mal, ich pflanze den ein. Ich pflücke den, meine ich. Weil das wird ja nichts. Sonst werden die schlecht und gelb und dann ist es blöd, wenn es, also ist schade, wenn es kaputt geht, ne? Können die Kinder ja gleich essen. So, mache ich gleich einen Salat. Und dann passt das. Jo. It's deep inside of me, but they hate when you're successful because they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off, wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I want to do. I got a different. Ihr Lieben, ja, inzwischen haben wir einen neuen Tag, ja, alle waren da irgendwie, ja, auf jeden Fall wollte ich euch, wollte ich das Video beenden und ich wollte euch erzählen bzw. sagen, warum wir im Krankenhaus waren. Also, kurze Fassung, nach der Palmenparadies ging es Anna nicht so gut. Sie hatte so Fieber bekommen und über die Nacht auch. Dann haben wir gedacht, erstmal okay, das ist ein Schwimmbad, vielleicht weil einfach ein langer Tag war und so weiter. Kann ja auch von viel Toben sein und sowas. Ne? Ist manchmal so, kenne ich ja sowas eigentlich so gut. Ja, und am nächsten Tag hat sie aber auch wieder ein bisschen gefiebert und sie hat geklagt, über Zahnschmerzen. Wir haben im Mund aber mit meinem Mann nichts gefunden. Es ist alles schön sauber. Außer halt die Knoten sind angeschwollen und die lässt sich hier nicht anfassen. Nur ein bisschen kleiner Druck, da weint sie schon, ja. Okay, dann haben wir nochmal Fieber abgewartet. Fieber ist nochmal zu Abend gekommen, bei 38. Natürlich für die Ärzte oder für so Fachleute ist es kein Fieber, aber ich habe schon schlechte Erfahrungen mit Krampffieber oder wie ist es, Fieberkrampf bei meiner Schwester zum Beispiel. Sie war auch ungefähr noch nicht mal 3 Jahre alt, auch so ein anderes Alter. Und da hat sie Fieberkrampf gekriegt. Und zwar, es kann auch so sein, dass auch unter 38 ein Mensch Fieberkrampf kriegen kann. Klar, da bist du nicht davon, ne? Ich gebe jetzt nicht jede 5 Sekunden irgendein Schmerzmittel oder sowas. Ich will ja nicht meinem Kind schaden. Aber bei 38 gebe ich doch schon Schmerzsaft, also Fiebersaft. Und auch, weil sie über Schmerzen geklagt hat.
Als wir schlafen gehen wollten, hat sie aber angefangen stark zu weinen und ständig gesagt, aua, aua, Mama, aua, Mama, aua, Mama, aua. Da haben wir gedacht, nein, wir fahren jetzt ins Krankenhaus, zur Notaufnahme, ne? Notfallpraxis nach Mönchengladbach. Right? Ja, und wir sind eigentlich super zufrieden auch mit dem Krankenhaus. Wir waren dort schon mehrmals in letzter Zeit und es war super gut. Nette Ärzte, gut aufgenommen und so weiter. In dem Hauptgebäude, wo man halt so Leute aufnimmt, waren wir immer unter 11 Uhr abends, ja, früher. Und das war richtig gut. Aber jetzt waren wir um 12 Uhr nachts da. Und die Praxis war dann schon zu in dem Gebäude und wir sollten nach Kinderklinik rübergehen. Ja, und dort war dann ein Dienstarzt, der eben erstmal auf Stationen war, ist ja klar. Und dann ist er runter und dann hatte wie eine Maschine alles so, alle Leute ganz schnell. Die Leute haben länger gewartet, als die drin war im Zimmer. 5 Sekunden, 5 Sekunden, 5 Sekunden. Jetzt ist mein Mann gerade laut, der sägt für die Chinchillas dieses Plexiglas. Ja, auf jeden Fall. Ja, mein Maus. Und du hast Lippen ja, angemalt. Ja, was ist los? Der Maus. Maus? Ich weiß nicht. Wo ist Maus? Welche Maus? Ja? Baby. Ich glaube, ich muss Fenster zu machen, sonst wird das einfach zu laut. Okay, könnt ihr mich gar nicht verstehen. Ja, auf jeden Fall hat der Arzt, wir haben 3 Stunden gewartet. Ja, gleich. Dann haben wir so 3 Stunden ungefähr gewartet. So, geklärt. Die Kinder haben die Chinchillas freigelassen. Ja, auf jeden Fall waren wir dort 3 Stunden, haben wir gewartet und wir waren auch wirklich, also 2 Minuten. Wenn überhaupt, waren wir in dem Zimmer mit dem Arzt und er hat gefragt, ja, ob sie Geschwister hat. Dann haben wir gesagt, ja, also zuerst, seit wann sie fiebert, über was wir klagen. Und dann hat er gesagt, hat sie Geschwister, eine ältere Schwester, ja, hat sie, 15 Jahre alt. Also er hat auch nach dem Alter gefragt und ne, dann hat er so komische Sachen gesagt. Ich glaube, das erzähle ich hier nicht. Ja, auf jeden Fall so komische Sachen gesagt, überhaupt nicht beim Thema gewesen, sondern über irgendein Virus geredet. Ja, und Leonie war ja auch eine Woche krank, erkältet. Die hat auch richtig Husten gehabt, auch hier Schmerzen und die Mandeln waren angeschwollen und so. Die konnte auch kaum reden, ne? Das war so schlimm. Fieber und Schüttelfrost, das hatte die Leonie auch. Ja, und dann haben wir gesagt, dann hat er gesagt, ja, das ist gut möglich, ist ein Viruseffekt. Und hat dann Anna nur ganz kurz in die Ohren geschaut. So, ja, im rechten Ohr ist etwas Flüssigkeit drin. Dann guckte er in den Mund, aber noch nicht mal richtig in den Mund. Anna hat geschlafen, sie ist eingeschlafen, hat schon 1 Stunde geschlafen, ne? Und dann guckte er in den Mund, noch nicht mal so richtig leuchtend, da hat er auch kaum geleuchtet. Er ist selber zu Anna gegangen auf dem Schoß, ne? Nelly. Nelly. Nein, das ist Maya. Maya? Nee, ist Nelly. Die ist doch weiß. Das ist Nelly. Ist doch dann hat Nikita Nelly genommen, sonst nimmt er immer Maya. Ein bisschen wuschelig, wuschelig, mein Schatz, ja? Ja, 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 auf jeden Fall hat ihn so kurz, hat zwar geleuchtet, aber ich habe schon oft gesehen, wie die Ärzte und meine Kinder untersucht haben. Die haben gut geleuchtet. Ja, ich meine, ich habe zu Hause weiß gesehen, hinten am Rachen, wo sie mir gut gezeigt hat. Und hinten an den Backenzähne, wo die weißen Zähne normalerweise sind, richtig Knorpeln sind, richtig fett. Sowas haben wir gar nicht. Und sie klagt ja, sie hat richtig Kugeln. Wenn sie so macht, steckt so eine Kugel drauf. Meint ihr, ja, Hals gerötet.
im Ohr Flüssigkeit und so. Ja, sie bekommen Nasenspray. 7 Tage sprayen und 3-4 Mal am Tag. Antibiotika sehe ich jetzt nicht für unbedingt, dass es sein muss. Es geht ein paar Tagen weg. Ich so, das Kind fiebert, okay, seit 2 Tagen erst, aber heute ist der dritte Tag und sie fiebert halt immer noch. Okay, wir sind jetzt um noch 3 irgendwann. Wir sind um halb kurz vor 4 zu Hause gewesen. Wir sind auch direkt schlafen, so um 4 Uhr morgens sind wir eingeschlafen. Und ich habe ihr, weil sie hatte dann nochmal Fieber, klein, nicht großes Fieber, aber ich habe ihr auch nur 2,5 gegeben, so ein bisschen nur gegen Schmerzen. Sie hatte 37,7, ne? 2,5 habe ich ihr gegeben. Dann ist sie auch eingeschlafen und bis jetzt hatte sie auch jetzt gerade 37,6. Habe ich ihr noch nichts gegeben. Ich möchte ihr gleich mit Kamistat, mit Kamillen, Zahnungssalbe, das betäubt sie ein bisschen und desinfiziert, tut ihr gut, schmiere ich ihr im Mund. Das lässt sie mich auch voll zu. Das mag sie auch. Dann gebe ich ihr Tantum-Werde-Spray und mache ich einen kleinen Tropfen hier Tigerbalsam, so ein weißes, was sehr fein ist. Die Kinder vertragen es super. Das wende ich immer in meiner Apotheke an. Ja, versuche selbst mein Kind irgendwie, weil mit dem Kinderarzt bringt es auch nichts, weil da haben wir ja vor ein paar Monaten Erfahrung gesammelt, habe ich ja auch ein Video gemacht, ne? Es war schlimm, da hatte sie ja 4 Tage 39 Fieber und 39 plus, ne? Und da hat mein Kinderarzt mir gesagt, ja, kommen Sie in einem Monat, haben wir erst Sprechstunde. Oder war es 2 Wochen später, irgendwie so. Da sage ich, mein Kind fiebert jetzt 4 Tage. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Sie liegt ja nur platt. Ja, ne? Und als wir ins Krankenhaus direkt noch an dem Tag gefahren sind, nach diesem Mönchengladbach-Reit, sofort Antibiotika verschrieben. Sie hatte nicht Scharlach, sondern ja, also ne, was Starkes auch. Und das war schrecklich, ne, vom Kinderarzt weggeschickt. Deswegen wollte ich. Heute haben wir ja Freitag, wollte ich überhaupt gar nicht dahin. Wenn, dann fahren wir wieder nach Mönchengladbach-Reit. Heute, wenn es irgendwie schlecht sein sollte, oder morgen, was auch immer, aber halt vor 11 Uhr, dass ich in die Hauptgebäude kann und nicht in die Kinderklinik. Ja, irgendwie so. Also, Anna ist erkältet. Definitiv hat sie das von der Leonie. Oder, ja, das Wetter ist auch so blöd. Ne? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Es regnet, es hat schon wieder eben geregnet. Zuerst genieselt, dann richtig stark geregnet. Es ist unfassbar. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, wir fahren jetzt Schulsachen kaufen nach Müller. Aber ich kaufe sehr, sehr gerne bei Müller Schulsachen ein. Ob wir alles dort kaufen oder ob wir zum Teddy da noch rübergehen oder nach Action. Ich weiß nicht, College Blocks. Ja. Also, wir wollten auch am Wochenende jetzt nach Mondo Verde in den Niederlanden in den Park. Wir werden auch dahin fahren, aber jetzt nicht am Wochenende, weil wir warten jetzt ab, dass der Anna das gut geht. Zumindest, dass sie komplett fieberfrei ist und so, weil dort ist ja auch so eine Wasserwelt und alles sowas Schönes und da will sie ja dann auch überall hin. Da kannst du nicht ständig einem kleinen Kind sagen, hier nein, hier nicht. Traumatisieren ist nicht so mein Ding. Ja, deswegen gucken wir, wenn sie fieberfrei ist und ihr eigenermaßen gut geht, vielleicht fahren wir nach Indoor-Spielplatz in Niederlande. Ist ein riesengroßer, da waren wir noch nie, aber ist gut bewertet und das habe ich auch nur so mal, als wir dort waren. Also Niederlande beim Vorbeisehen habe ich das gesehen. Riesengroß. Ja, ganz viele Stationen und so viele Möglichkeiten. Die Erwachsenen haben freien Eintritt, so als Begleitperson und die Kinder kosten, also einer kostet 5 Euro und der anderen 9 Euro. Ja, ist ganz okay, ne? Vom Preis her. Ja, eventuell fahren wir dahin, dann nehme ich euch mit. Auf jeden Fall, ich nehme euch ja sowieso immer mit. Das ist ganz verrückt, ne?
einige sagen, warum? Warum, Xenia, nimmst du überall mit? Ich weiß nicht, ihr seid ein Teil von mir und ja, ich möchte euch einfach überall mitnehmen, in traurige Situationen, in glückliche Situationen. Komm her, ich zeig mal. Ja, die lieben das. Die lieben das. Die lieben das, die kleine süße Maus. Komm. Ja, die Miezekatze ist auch total süß und riesengroß. Ja, also ich habe euch jetzt was erzählt, schon wieder irgendwie, das wäre ein Ritual am Ende des Videos. Erzähle ich euch gefühlt 20 Minuten noch was. Ja, aber abgesehen von dieser Situation, ja, habe ich momentan privat ganz viel an meinem Herzen. Habe ich euch ja schon so ein bisschen erwähnt, ja. Ich kann das halt hier nicht, das ist zu privat, weil dort andere Personen verwickelt sind. Wäre das ich selbst, könnte ich hier erzählen, aber ja, da es sind mehrere Personen mit verwickelt und so weiter, oh, fällt es mir sehr schwer. Ich weiß gar nicht, wie ich das verarbeiten soll. Ja. Ja, wie gesagt, vielleicht rede ich ja irgendwann mit euch darüber. Auf jeden Fall bin ich momentan so ein bisschen an Depressionen, ich weiß nicht, so. Ja, das ist schon Depression, was ich habe, so ein bisschen. Ich bin noch froh, dass ich einen guten Mann habe, wirklich einen guten Mann. Ich habe tolle Kinder, das muss ich auch wirklich ungelogen hier sagen. Ich habe Kinder, die ja wahrscheinlich sich auch andere Eltern solche Kinder wünschen, weil heutzutage sind die Kinder wirklich sehr, sehr schwierig. Klar sind meine auch nicht immer einfach, haben auch was, ne? Aber das ist ja, dafür sind wir Menschen und jeder hat Charakter und jeder ist unterschiedlich und es kann kein Mensch perfekt sein, jeden Tag, ne? Und trotzdem, ja, meine Kinder, das ist einfach saustark, muss ich sagen, echt saustark. Dass sie, was sie leisten und wie viel Liebe es in denen steckt, dass sie auch zurückgeben, ja. Und lenke ich mich auf jeden Fall viel, viel ab. Aber teilweise holt es mich auf und dann habe ich wieder so hängende Arme und Füße, schwere Füße und mein Kopf. Na, ja. Momentan bin ich aber sehr abgelenkt, weil die Anna braucht mich halt sehr viel. Ne, wir kuscheln und ich kümmere mich um sie ganz, ganz viel. Sie ist auch, ne, ganz, ganz anhänglich, was ja sowieso immer ist. Und wenn ein Kind krank ist, ja, ist sowieso. Jetzt ist sie gerade abgelenkt und spielt mit Leonie. Beziehungsweise schminken. Wir gehen uns jetzt fertig machen. Mal gucken, ob ich einen neuen Vlog starte oder nicht. Ich habe auch was in Möller gefilmt gestern. Ob es sich lohnt, einen Müller-Hol zu machen, muss ich mal schauen. Ich muss mal schauen. Zuerst kommt dieser Vlog für euch heute raus. Ganz, ganz frisch. Und dann habe ich noch einen Foot-Hol und solche Sachen. Ja, schauen wir mal einfach. Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende. Wer arbeiten muss, ja, fühlt euch umarmt von mir. Lasst euch gut gehen trotzdem, passt auf euch auf. Und wer nicht arbeiten muss, ja, genießt das Wochenende und hoffentlich ein schönes Wochenende. Sieht lustig aus, gerade kommt die Sonne raus und dunkle Wolken. Also fantastisch das Wetter. Wir machen alle das Beste draus. Wie meine liebe Hilde das sagt, immer das Beste draus machen, das versuche ich auch. Ja, also freue mich über eure Däumchen nach oben, über eure Kommentare und hab euch lieb. Dankeschön für eure Unterstützung. Bleibt gesund und bis morgen. Bis zum neuen Video. Tschüsschen, eure Xenia.